Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Skysaga von mir, Aresu. Ich habe mal wieder ungefähr eine halbe Stunde am Sound rumgespielt. Ich hoffe, dass ich jetzt A zu hören bin und B nicht rausche. Ich muss allerdings nach dem Video wieder nachprüfen. Das Doofe ist, ich kann immer nur kurze Tests machen. Also kurze Videotests, und in denen ist natürlich nicht jeder Spielsound direkt zu hören. Gut, was mache ich diese Folge? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte einen Plan, dann habe ich die Tests gemacht und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Zur Auswahl standen auf Crafting-Möglichkeiten oder einfach mal das Ganze hier ausbauen. Und ich glaube fast, ich werde mich ein bisschen mit dem Ausbauen beschäftigen. Dazu brauche ich auf jeden Fall Spitzhacken. Und das ist auch etwas, das ich nachgucken wollte. Was genau brauche ich für Materialien, beziehungsweise wie viel Eisen brauche ich für eine Spitzhacke? 6 Metallplatten. Das muss ich mir merken. Und 6 Metallplatten sind 18 mal Metall. Aus dem letzten Feldzug habe ich 44 mal Metall rausgeholt. Das heißt, das lohnt sich durchaus. Und dadurch, dass ich ja sehr viel schneller damit arbeiten kann. Ich wollte mir auch noch ein zweites Schwert holen, denn ich möchte im nächsten Abenteuer testen, ob man auch mit zwei Schwertern kämpfen kann, statt mit einem Schwert und einem Schild. Dafür brauche ich wieder Metallplatten. Gut, um das hier alles auszubauen, werde ich jetzt vorerst einfach mal alles abbauen. Und ja, mich später umgucken, was genau ich hinbauen werde. Wie gesagt, in Minecraft habe ich zum Großteil aus Holz gebaut. Hier kenne ich die Materialien noch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob es große Holzblöcke gibt, aber ich nehme es stark an. Denn dieser Blauton sagt mir nicht wirklich zu. Ich hätte schon gerne entweder ein helles Braun oder ein dunkles Schwarz. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, die anderen Steine einfach einzufärben. Wir haben schon in irgendeinem der Abenteuer gesehen, die Farben des Lagerfeuers verändern sich, je nachdem welche Holzart man nimmt. Deswegen halte ich es durchaus für möglich, dass auch andere Gegenstände ihre Farbe verändern. So, dort haben wir schon mal die Metallplatten. Mit diesen Metallplatten basteln wir unser Werkzeug. Zum einen hiermit. Und Holzruten, die habe ich vergessen herzustellen. Das ist aber gar kein Problem, das kann ich nämlich einfach so herstellen. Hier kann ich leider keine Warteschlange machen, weil ich das wirklich per Hand herstelle. Aber da es nur kurz dauert, ist das auch kein Problem. Das und zum anderen das. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, die Einflugschneise meines Flugzeugs hier zu reparieren quasi. Aber ich denke, ich lasse das erst einmal so. Denn im Prinzip, wen stört's? Das ist eine schöne Art Deko. Und solange ich hier noch nicht so große Attraktionen auf meiner Heimatinsel habe, wäre
werde ich jede Art Deko nehmen, die ich so also kostenlos bekomme. Ich habe übrigens mir mal die Spieleanleitung durchgeguckt, also Spielanleitung in Anführungszeichen. Wenn man im Launcher ist, dann bekommt man die grobe Steuerung angezeigt. Dadurch weiß ich jetzt zum einen, wie ich das Interface ausschalten kann. Damit kann ich tatsächlich gute Fotos wahrscheinlich schießen. Also hoffe ich. Ups. Jetzt habe ich beim Springen eben geschossen. Jetzt habe ich kein schönes Motiv, aber... Naja. Das werde ich benutzen, um mir ein Thumbnail oder generell ein Startbild für diese Let's Plays zu machen. Allerdings erst im nächsten Abenteuer, denn auf meiner Heimatinsel, wie gesagt, es ist momentan noch einfach zu schlicht. In dieser Steuerung habe ich auch gesehen, dass ich tatsächlich langsam laufen kann. Damit falle ich auch nicht von Blöcken runter. Das heißt, ich kann jetzt über Himmelswege gehen, die ich mir gebaut habe, ohne Angst zu haben. Also hauptsächlich ohne Angst zu haben. Ich kann offenbar doch noch irgendwie runterfallen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ah ja, okay. Wenn es von einer Ebene auf die andere geht, muss man noch vorsichtig sein. Gut. Ich habe jetzt zwei Spitzhacken. Jetzt probiere ich einfach mal das, was ich mit den Schwertern vorhabe. Mit den Spitzhacken. Ich bin mir fast sicher, dass es mich nicht schneller macht, aber es sieht auf jeden Fall schon mal viel cooler aus. Und was cool aussieht, mache ich. Prinzipiell erstmal. Okay, aber das zeigt mir auch schon, dann wird auch das mit den zwei Schwertern gehen. Die Frage ist, ob es wirklich effektiv ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wirklich schneller bin. Das müsste ich einfach mal ausmessen. Jetzt habe ich einfach beide Maustasten gerade gedrückt und schlage damit mit der maximalen Geschwindigkeit zu. Und es kommt mir schon durchaus schneller vor. Allerdings bin ich ein Meister der Selbsttäuschung. Wenn ich will, dass es schneller ist, dann kann mir mein Hirn durchaus mal vorgaukeln, dass es so ist. Ich muss das einfach mal ausmessen. Gut, warum ich jetzt so tatsächlich mal etwas bauen möchte. Ich habe im letzten Video bereits erzählt von den Tribal Wars. Also dem Krieg der Spezies quasi, oder dem Krieg der Stämme, das passt besser. Dort sind wir Echsen immer noch unterlegen. Ich werde versuchen, einmal die entsprechende Nachricht nachher einzublenden im Video. Ja. Die Menschen sind momentan in starker Führung, was das Bauen angeht. Bei allem anderen sind entweder die Katzen oder die Menschen mit ca. 1% in Führung. Und wir Echsen haben weiterhin gar nichts. Und das finde ich inakzeptabel. Deswegen werde ich mir jetzt nachher die Quest auch gleich angucken und gucken, wie ich meine Bauvorhaben irgendwie mit den Quests unter einen Hut bringen kann. Denn so bekommt man offenbar Punkte, indem man XP sammelt. Ganz genau weiß ich das leider auch nicht. Denn ich habe mich noch nicht wirklich im Forum belesen, weiterhin nicht. Ich schwanke immer noch ob es ein Vorteil für den Stream ist, wenn ich mich belese, oder eben ein Nachteil, weil ich dann nicht mehr unbelastet rangehe quasi. Aber dadurch, dass ich nur eben auch in diesem Tribal War eine kleine Rolle tragen möchte, glaube ich fast, dass ich demnächst jetzt anfangen werde, mir alles durchzulesen.
Ich habe in letzter Zeit eh sehr viel Zeit, denn das Rendern und Hochladen der Videos, naja, braucht eine Weile. Dinge abbauen. Gucken wir einmal, was haben wir hier? Hierfür brauche ich Metall, hierzu muss ich Bären jagen. Okay. Als Schmied muss ich jetzt erstmal auf Jagd gehen. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich machen möchte. Deswegen gucke ich mich noch einmal um, was ich sonst so habe. Als Architekt muss ich mit der Werkbank arbeiten, das kriege ich hin. Was die Flaggen angeht, da muss ich mir angucken, also Flaggen und Bilder. Das ist das, was ich jetzt erst einmal probieren werde. Ich glaube, das brauchte sehr viel Metall, dafür müsste ich dann wieder farmen natürlich. Das bedeutet, ich muss nachher wieder in ein Abenteuer gehen. Flaggen. Hier haben wir es. Metallgewichte. Und Cotton Sheep. Das heißt, ich muss wohl Schafe jagen. Nehme ich an. Und für das andere brauche ich Papier. Papier habe ich jetzt aufgesammelt ein klein bisschen. Dazu das, was ich sowieso noch habe. Jetzt habe ich wieder nicht auf die genauen Maße geachtet. Oh, Alabaster, auch schön. Kein Schnee und kein Papier. Ich sehe gerade, offenbar sind die Quests aufgeteilt gerade. In den entsprechenden Vorschritt. Ja, während ich eigentlich die 10 normalen Flaggen hier erstellen soll, sagt er mir hier, ich soll Cotton Sheet herstellen bzw. sammeln. Und für die Bilder, ich soll Woodwards. Ja, Holzruten. Ich weiß nicht, wie ich es besser übersetzen soll als mit Holzruten. Holzruten erstellen soll. Ich sehe mal nach, ob mir das auch direkt Erfahrung bringt. Wenn ja, ist das sehr gut. Aber es dauert, wie gesagt, jedes Mal hier die 3 Sekunden. Und er hat zwar aktualisiert, aber das gab noch keine Erfahrung. Das heißt, ich bekomme zwar eine Empfehlung, wie ich am besten an die Quest rangehe, aber es bringt mir nicht so viel. Hier haben wir noch etwas Eisen. Damit erstelle ich jetzt erst einmal ein paar Gewichte. Was ist das? Hier hat etwas geleuchtet. Achso, das sind nur Hühner. So. Teilgewichte, da kann ich jetzt nur eins herstellen. Ich könnte jetzt natürlich noch Goldgewichte herstellen, aber das erscheint mir auch nicht so sinnvoll. Das ist Fleisch. Das erinnert mich jetzt gerade daran, für das nächste Abenteuer werde ich auf jeden Fall vorher mir noch ein, zwei Lagerfeuer herstellen. Im letzten kam ich etwas in Verlegenheit, als ich festgestellt habe, dass ich keine Steine dafür hatte. Ich mache das jetzt am besten direkt. Wooden Plank habe ich immer noch genug. Steine habe ich mehr als genug. Und das sind 2,
dann habe ich erst einmal für die nächsten Abenteuer. Ne? Oh verdammt. Die sind nicht stapelbar. Das heißt, ich schleppe nur eins mit mir rum. In diesem Fall ist es eventuell besser, wenn ich die Einzelmaterialien nehme. Weil man die ja auch universell einsetzen kann. Also nicht universell, aber zumindest mit mehreren Funktionen. Jetzt muss ich schon etwas auf die Ordnung aufpassen. Wozu brauchte ich eigentlich Eisengewichte? Ich muss mir mal einen Notizblock dazulegen, denn ich vergesse hier definitiv gerade zu viel und zu oft. Ah, es ist mir wieder eingefallen, für die Flaggen brauchte ich das. Hier. Cotton Sheet habe ich aber nicht. Das kann ich finden in Home und in Forest. Wahrscheinlich wegen den Schafen. Ich finde es etwas schade, dass man hier nur durch die Quests Erfahrung bekommt. Also dass es einen Erfahrungsschub gibt, das finde ich durchaus gut. Allerdings denke ich, es wäre wohl besser, wenn man auch für das einzelne Herstellen ein klein bisschen Erfahrung bekäme. Gut. Wenn wir das Bild haben, dann... Das Bild, das packe ich jetzt erst einmal hier hin. Und ich platziere es über der ersten Truhe. Macht jetzt nicht so viel her. Aber was soll's. Es ist Dekoration. Dekoration muss nicht viel hermachen. Ich kann weiter Truhen herstellen. Die wären zum einen auf jeden Fall nützlich später. Aber... Ja, ich glaube, ich mache einfach mal ein klein bisschen Dekoration ohne größeren Sinn. Jetzt brauche ich mehr Holz. Gucke ich mal in meinen Thron, ob ich noch genug habe. Das wird allein nichts bringen. Hier. Ich erstelle mir einen kleinen Tisch mit, sagen wir, 3 Stühlen. Das haut jetzt natürlich nicht hin. Oh, hier sehen wir übrigens wieder... Auch hier ändern sich die Farben. Das heißt, ich werde den nächsten Stuhl am besten auch aus Pinie herstellen. Einfach damit sie farblich zueinander passen. Die Kettensäge nervt mich. Ich meine, es ist schön, den entsprechenden Sound zu haben. Und es ist auch sehr gut zu hören, wann was zu Ende ist. Aber ich mag einfach keine Kettensägen. Das liegt daran, dass ich eine Weile ziemlich viel damit arbeiten musste. Und ich bin generell sehr arbeitsscheu. Alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist bei mir erst einmal negativ behaftet. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Und die Truhe ist voll. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das werden wir gleich brauchen. Obwohl, ich habe also hier meine Briefe. Eventuell kann ich damit auch, bekomme ich da auch wieder einen Abenteuerstein. Also einen Keystone, keinen Abenteuerstein. Ich will die noch loswerden.
sehen schon die Abenteuervorbereitung machen das Inventar ziemlich voll. Habe ich das eben schon gesagt? Das kommt mir so vor. Die Steinspitzhacke brauche ich eigentlich nicht, wenn ich die Eisenspitzhacken jetzt benutze. Und wie gesagt, die lohnen sich durchaus. So. Den stelle ich hier einfach mal in die Mitte. Oh ja, genau in die Mitte. Das ist schön. Und hoppala. Ich wollte das gar nicht aufheben. Jetzt habe ich wieder auf E gedrückt statt auf R. Ein Stuhl aus Mahogany. Ja, das ist jetzt wieder wie in Minecraft. Der Block ist dahin ausgerichtet, von wo er stammt. So. Dafür, dass es ein kleiner Tisch ist, ist er ziemlich groß. Vielleicht kriege ich später noch einen kleineren hin. Ich gucke mich mal um. Hierfür brauche ich Metall und Holz. Holz. Aha, Steinwände. Dafür brauche ich gezeichnete? Nein. Gemeißelt wäre gechiselt. Also chiselt, nicht gechiselt, aber. Was das hier ist, kann ich so nicht sagen. Hierfür muss ich erstmal Architekt aufleveln, also. Gut. Wir sehen hier öfter mal diesen kleinen Stein hier, den scharfen Stein, den man für die Grundaxt braucht. Ich weiß nicht, warum es den so oft gibt. Ich lasse ihn jetzt einfach mal liegen. Falls er irgendwelchen Nutzen hat, werde ich das noch irgendwann herausfinden. Gut, was wollte ich noch machen? Ich wollte zum Briefkasten gehen. Ah, weil ich einen Rang in Ritterlichkeit bekommen habe. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich Mitte, beim zweiten Mal rechts, dann nehme ich jetzt links. Und? Okay, eine Springtrap. Also, entweder ist das eine Frühlingsfalle oder eine Sprungfalle. Yay, damit kann ich in den Multiplayer-Kampf. Ich habe schon Angst vor den NPCs, aber ja, es steht auf jeden Fall für die Woche sowieso auf der Liste, einfach weil das eine PvP-Alpha-Phase ist. Okay, das ist Essen. Heißt das, ich soll die Schriftrolle essen oder das ist ein Rezept zum Essen, das ich dann lerne? Nachgucken. Springtrap. Hier nicht. Okay, ich gucke mal nach, ob es hier noch irgendwas. Okay, das hat offenbar wirklich keine weiteren Sinn. Da haben wir es doch. Aha. Das ist tatsächlich interessant. Okay. Heißt das jetzt, ich brauche wirklich alles, was da eben stand? Wenn ja, ist das ein sehr, sehr teures Rezept. Hier haben wir es. Aha. Okay, Metalwork. Das ist nicht ganz so viel Metall wie die Blöcke zum Beispiel. Davon haben wir sogar noch ein paar. Und die Woodplanks.
Ich würde jetzt sehr gerne sehen, wie das funktioniert. Ja, ich baue eine. Ich bin ja nicht geizig und wahrscheinlich wird es irgendwie Punkte geben. Also, wieder für die Tribal Wars. Dort habe ich die Schrauben schon mal. Dann brauche ich das Metall. Hier einfach Metall. Und irgendetwas anderes brauchte ich noch. Ja, mein Gedächtnis ist nicht so sonderlich gut. Einfach Wood Planks. Und zwar 9 an der Zahl. Perfekt. Das muss ich mal aus der Verfolgung rausnehmen. Das nervt jetzt gerade nur. Also ich muss erstmal die Metal Rods herstellen. Hoppala. Falsch. Ich muss das Schmiede. Okay, ich habe mich gehört, ich brauche doch sehr viel Metall dafür. Wieder weg. Und das hier stellen wir mal auf. PvP-Post. Das sieht doch hübsch aus. Okay, momentan kann ich da nicht beitreten. Ich dachte eigentlich, das PvP wäre gerade freigeschaltet. Wie gesagt, ich muss eigentlich einfach manchmal belesen im Forum. Weil so irre ich nur rum, so kann ich nicht anständig testen. Das ist ja auch nie gut. So, hier machen wir die verschiedenen Ausrüstungen einmal. Das haben wir hier, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon wieder aufgenommen habe. Ich würde sagen, ich mache die Vorbereitungsphasen jetzt einfach auch immer wieder in einzelne Videos und dann das Abenteuer als anderes. So. Gut. Daily Challenges haben wir heute nicht. Jetzt sortiere ich erst einmal aus. Das kann ich noch nicht so schnell machen. Das auch nicht. Das hier kann ich schnell machen. Das behält ich also drin. Als Schmied. Okay, ich merke mir einfach, dass ich ein paar Dinge angreifen will. Als Entdecker. Federn sammeln. Das kann ich sogar hier machen. Das mache ich jetzt gleich. Okay, das ist ein bestimmter Typ, den ich einsammeln muss. Und okay, Kerzen sammeln, das kann ich mir auch einigermaßen merken, hoffe ich. 20 Spieler mit einer Hacke töten, das ist zum einen sehr brutal und zum anderen kaum machbar für mich. Besonders nicht, da ich gerade nicht ins PvP kann. Flaggen sammeln, ja, dann gibt es offenbar Capture the Flag. Ein PvP-Modus, der mir persönlich nicht gefällt. Ich bin eher ein Fan von Deathmatch, wenn überhaupt PvP. Die kenne ich. Ja, die muss ich sowieso herstellen. Oh, das ist eine Quest, die kann ich gleich unten erledigen. Denn da haben wir ja noch
weitere grüne Keystones, die ich nicht abgesammelt habe. Aufpassen, dass ich auf jeden Fall aus den Abenteuern hier noch Keystones mitbringe, aber das wird auch noch kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und okay, das ist auch etwas, das ich über Zeit sowieso machen werde. In der Schmiede Zeug herstellen. Oh, wo ich es gerade gesehen habe, das ist etwas anderes, das ich davon durchgelernt habe, dass ich mir den Startbildschirm einfach mal angeguckt habe. Ich weiß jetzt, wie ich in die Third-Person-Perspektive gehen kann. Das heißt, ihr werdet jetzt auch ab und zu wo von hinten zugucken können, wie ich rumfähle. Es gibt hier eben die drei Stufen. Das eine ist direkt hinter einem, das andere ist etwas weiter hinter einem und das letzte ist eben die First-Person-Perspektive, in der wir jetzt die ganze Zeit gefangen waren bis eben. Gut, jetzt packe ich bloß noch die Steine weg. Und dann werde ich das Video beenden und ins nächste Abenteuer aufbrechen. Natürlich, nachdem ich das nächste Video gestartet habe, ich will euch ja nicht zurücklassen. Und ich muss noch diese grüne Quest in Anführungszeichen wegmachen. Die geben, soweit ich es mitbekommen habe, keine Erfahrung, aber bleiben offenbar da. Was denn? Achso, eine Spitzhacke. Ja, und hier kann ich es auch antracken. Und jetzt habe ich sie zweimal drin. Das ist nicht gut. Antrack. Antrack. Wer hat's doch gleich gesagt? Einstein, glaube ich, war's. Die Definition der Dummheit. Nee, die Definition des Wahnsinns. Etwas immer und immer wieder zu tun, in der Hoffnung, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Ich hoffe, das ist weg, wenn ich das Spiel neu gestartet habe. Das mache ich übrigens kurz zwischen allen Videos. Falls ich also an einer anderen Position starte, als ich aufgehört habe, dann liegt das daran. Dann habe ich nicht ohne euch weitergespielt. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Lebt wohl. Und wie gesagt, in den Kommentaren weiterhin ist Kritik erwünscht. Positive, destruktive, also konstruktive, destruktive. Konstruktive wird akzeptiert, integriert, destruktive ignoriert. Und ich brauche meinen anderen Schlusssatz. Der klingt immer irgendwie etwas holprig, besonders weil ich mir den nicht notiert habe, um ihn mal einfach abzulesen. Generell, ich bin nicht gut im Improvisieren. Wie dem auch sei, lebt wohl, schaltet wieder ein.